Am 3. April 2008 machte ich zu Hause Hausarbeit. Plötzlich spürte ich einen stechenden Schmerz in meinem Unterleib, als ob sich etwas in meinen Magen eingraben würde. Der Schmerz wurde immer intensiver und ich konnte ihn kaum ertragen und wurde schließlich ohnmächtig. Als ich aufwachte, fand ich mich im Krankenhaus wieder, mit meinem Mann an meinem Bett. Der Arzt sagte mir, dass mein Zustand ernst sei und dass es sich um eine akute Blinddarmentzündung handele. Der Arzt erklärte mir, dass der Blinddarm ein kleines röhrenförmiges Organ ist, das sich am Ende des Blinddarms befindet. Wenn es sich infiziert oder verstopft, kann es zu Entzündungen und Schmerzen führen. Bleibt er unbehandelt, kann der Blinddarm durchbrechen, was zu ernsthaften Komplikationen oder sogar lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Mein Arzt sagte mir, dass ich mich zur Behandlung meiner Blinddarmentzündung einer Schnittoperation unterziehen müsse. Der Arzt versicherte mir, dass es sich dabei um einen Routineeingriff mit minimalen chirurgischen Risiken handele. Nach reiflicher Überlegung willigte ich ein, mich der Operation zu unterziehen. An diesem Nachmittag wurde ich operiert. Die Operation verlief gut, der Chirurg machte einen kleinen Schnitt in meinem Bauch und entfernte dann meinen Blinddarm mit einem Endoskop. Nach der Operation sagte mir der Chirurg, dass alles gut verlaufen sei und mein Blinddarm vollständig entfernt worden sei. Obwohl der Eingriff gut verlaufen war, musste ich für eine gewisse Zeit zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, um sicherzustellen, dass ich mich vollständig erholt hatte. Während dieser Zeit stellten die Ärzte fest, dass sich meine Wunde infiziert hatte. Die Ärzte mussten eine zweite Operation an mir durchführen. Sie untersuchten die Flüssigkeit im infizierten Bereich und fanden darin Staphylokokkenbakterien. Meine zweite Operation begann. Der Arzt gab mir ein Narkosemittel, aber nach einer langen Zeit konnte ich immer noch Geräusche um mich herum hören. Ich hörte die Seufzer der Ärzte. Als sie über meine kleine zweijährige Tochter sprachen, die ich wahrscheinlich nie wieder sehen würde. Sie sprachen auch über meine Familie, meinen Vater und meinen Mann. Warum reden Sie so über mich und meine Familie? Ich bin noch am Leben, Sie sollten nicht so reden, wissen Sie nicht, dass ich Sie noch hören kann? Ich war sehr verwirrt und wütend. Mein Zustand war damals nicht gut, und der größte Teil meines Körpers war von Staphylokokken befallen. Es war sehr kompliziert, diese Bakterien vollständig loszuwerden. Bei der ersten Operation kannte niemand die Ursache für meine Infektion. Die von den Ärzten verwendeten Instrumente waren sterilisiert. Ich wachte auf der Intensivstation auf. Als ich die Augen öffnete, fand ich meine Familie um mich versammelt, die Gesichter voller Traurigkeit. Ich hatte einen Sauerstoffschlauch im Hals, und es gab keine Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren. Ich wollte ihnen sagen, es ist nicht so schlimm, mir geht es gut. Der Arzt fragte mich, wie ich mich fühle, und ich machte eine Siegesgeste. Der Arzt verließ den Raum, um mit meinen Eltern zu sprechen. Ich hörte ihr Gespräch. Was hat sie denn, Herr Doktor? Was sollen wir jetzt tun? Fragte meine Mutter besorgt. Die Staphylokokken haben gerade erst begonnen, sich auszubreiten, aber sie sind sehr gefährlich. Mein Mann fragt den Arzt, wie ernst ist es? Der Arzt bejaht, sehr ernst. Der Arzt sagt, ich könnte jetzt einen Hirnschaden haben. Wir erwägen eine Art Antibiotikum, um die Bakterien in ihrem Körper zu behandeln. Wir haben zwei Möglichkeiten, ihr Antibiotika zu verabreichen, aber auch dieser Ansatz ist mit Risiken verbunden.
Wenn wir die Behandlung abbrechen, werden wir sie in ein paar Tagen verlieren. Meine Eltern und mein Mann gingen traurig nach Hause. Es gab kein Ersatzbett für sie im Krankenhaus, weil es kein Ersatzbett für sie gab. Mein Hals tat mir sehr weh. Ich wollte es der Schwester neben mir sagen, aber ich konnte nicht sprechen. Ich bat die Krankenschwester, mir einen Stift und ein Stück Papier zu geben. Ich sagte der Krankenschwester, dass mir der Hals weh tat. Die Krankenschwester, die für mich zuständig war, berührte meinen Kopf und sagte, es ist normal, dass ich mich ein wenig unwohl fühle, aber sie kann den Schlauch nicht abnehmen. Etwa 2 Stunden später erlebte ich das denkwürdigste Ereignis meines Lebens. Eine Krankenschwester sagte zu einer anderen Krankenschwester, sie wollte ihre Tochter von der Schule abholen. Nach einer Weile sagte die zweite Krankenschwester zu mir, sie geht für eine Weile weg, sie holt sich nur ein Glas Wasser. Nicht lange nachdem die Krankenschwestern gegangen waren, spürte ich, wie meine Atmung schwer wurde. Der Schlauch war verstopft, da etwas Sputum produziert wurde. Dadurch gelangte kein Sauerstoff mehr in meine Lunge. Ich hatte keine Möglichkeit, laut zu schreien. Mein Körper zappelte und ich konnte nichts tun. Ein paar Sekunden fühlten sich wie Stunden an. Genau zur gleichen Zeit ging der Alarm los. Eine große Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern betrat mein Zimmer. Ich hörte ihre panischen Schreie. Sie riefen nach einem Spezialistenteam. Sie schienen wie die Verrückten zu schreien. Ich konnte alles hören, aber ich konnte nicht mehr atmen. Der Arzt füllte etwas Flüssigkeit in einen Schlauch und versuchte, den Schleim abzusaugen. Ich hörte auf zu atmen und mein Herz hörte auf zu schlagen. Dann verließ ich meinen Körper. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich mich in meinem Krankenhauskittel in der Luft schweben. Ich fühlte mich jetzt sehr entspannt, und die Schmerzen waren weg. Ich konnte meinen Körper sehen und viele Ärzte waren um ihn herum. Plötzlich spürte ich eine geheimnisvolle Kraft, die von oben herabkam. Sie kam mir immer näher und schien mich aus dieser Welt zu holen. Ich fühlte mich sehr ängstlich und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wehrte mich weiter, weil ich meine Familie und meinen Körper nicht verlassen wollte. Ich hatte Angst, dass ich nie mehr zurückkehren könnte, wenn diese Kraft mich mitnehmen würde. Aber die Kraft war einfach zu stark. All mein Widerstand war nutzlos. Schließlich gab ich auf und erkannte, dass ich diese Welt verlassen würde. Schließlich wurde ich von dieser Kraft mitgenommen. Ich begann eine wunderbare Reise. Ich sah einen Baum, der so groß war, dass ich die Spitze nicht sehen konnte. Der Baum leuchtete in einem gleißenden Licht. Um den Baum herum gab es viele kleine Tiere, die in Harmonie zusammenlebten. Ich fühlte mich hier wohl und sie strahlten eine Liebe aus, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Ihre Stimmen dringen in meine Seele ein. Ich schwebe weiter nach oben und mein Körper entspannt sich mehr und mehr. Diese Entspannung ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Immer mehr wilde Tiere tauchen vor meinen Augen auf. Zum ersten Mal sah ich so viele wilde Tiere auf einmal, sie waren so anders als die Tiere auf der Erde und ihre Farben waren anders. Sie waren alle sehr freundlich, so als ob wir uns kennen würden. Ich ging weiter. Ich sah eine Menge Kinder. Sie hatten unterschiedliche Hautfarben und kamen aus verschiedenen Gegenden. Jedes von ihnen war einzigartig und schön zugleich. Alle waren glücklich und jedes Kind hatte ein Lächeln im Gesicht. Sie spielten und rannten auf den Feldern.
Ich schaute in die Richtung, in die sie liefen, und sah einen wunderschönen Garten. In der Mitte des Gartens befand sich ein riesiger Springbrunnen. Ich ging auf den Garten zu und sah auf meinem Weg viele Menschen. Es waren Teenager und Menschen mittleren Alters. Ich sah Harmonie und Glück. Die Menschen lächelten, und ich spürte die Kraft der Liebe. Um den Brunnen herum gab es Blumen in allen Farben. Die Menschen saßen herum, unterhielten sich miteinander und lächelten sich an. Es war, als würden sie mit ihrem Bewusstsein kommunizieren. Einige Menschen lasen im Garten Bücher. Ich fühlte mich hier weder unbehaglich noch in irgendeiner Weise verletzt. Plötzlich dachte ich an meine Eltern und meinen Mann. Ich wusste, dass sie jetzt leiden würden. Der Gedanke, dass sie später auch hierher kommen würden, hielt mich davon ab, mir Sorgen zu machen. Ich ging ein Stück weiter und konnte eine große Gruppe alter Menschen sehen. Die alten Leute lächelten und sahen alle sehr energiegeladen aus. Sie gingen durch einen Garten voller Blumen und an einem schönen Fluss entlang. Plötzlich sah ich in der Ferne ein Licht. Könnte das mein endgültiges Ziel sein? Je näher ich ihm kam, desto stärker wurde die Liebe, die ich spürte. Das Licht schien mich zu rufen und mir zu sagen, dass dies mein endgültiger Bestimmungsort war. Langsam näherte ich mich dem Licht, spürte seine Wärme und seinen Frieden. Ich fühlte mich von ihm umhüllt, als ob ich in seiner Umarmung aufgegangen wäre. Das Licht brachte mir ein Gefühl, das ich noch nie zuvor gespürt hatte, eine überwältigende Reinheit der Liebe und des Friedens. Ich spürte, wie meine Seele leichter und freier wurde. Dieser wunderbare Ort ließ mich vor Glück und Zufriedenheit überwältigen. Ich bin der geheimnisvollen Kraft dankbar, die mich hierher geführt hat, um dieses wunderbare Gefühl zu spüren. Ich spürte, wie eine Hand über meinen Kopf streichelte. In diesem Moment war ich von intensiver Liebe überwältigt. Ich hörte eine sanfte Stimme: "Bleib ruhig, du kannst hier noch nicht bleiben." Ich hatte so viele Fragen, die ich stellen wollte, aber in diesem Moment begann ich meine Heimreise. Ich dachte, gehe ich nur auf diesem harten Weg zurück? Die Erfahrung war so gut. Ich sah mich selbst in einem Krankenhausbett und die Ärzte belebten mich wieder. Ich wusste, dass diese geheimnisvolle Kraft noch bei mir war, und ich fühlte mich geliebter und friedlicher als je zuvor. Aber ich wollte noch nicht in meinen Körper zurückkehren. Plötzlich ertönte die Stimme wieder, diesmal klarer und fester. Sie sagte mir: "Ich habe zu viel zu tun, zu viele Menschen brauchen mich." Mir wurde klar, dass ich diese Welt nicht einfach verlassen konnte, dass meine Aufgabe noch nicht erfüllt war. Die geheimnisvolle Kraft schickte mich schließlich zurück in meinen Körper und ich spürte einen scharfen Schmerz. Als ich meine Augen öffnete, sah ich viele Ärzte um mich herum. Ich spürte eine große Hitze in meiner Brust. In diesem Moment begann ich zu schreien: "Nein! Ich will nicht zurück, ich will nicht zurück!" Keiner hörte mich. Ich war verzweifelt, weil ich nicht hier bleiben wollte. Langsam schlief ich ein. Es war, als ob es niemanden interessierte, was ich wollte. Alle wollten mich zurück an diesen Ort des Schmerzes bringen. In der Zeit, in der ich weg war, hörte mein Herz auf zu schlagen. Die Ärzte haben mich nicht aufgegeben. Nach langer Zeit schlug mein Herz wieder. Ein Arzt blieb die ganze Nacht bei mir. Zuerst fühlte ich mich verwirrt und desorientiert. Ich machte den Arzt dafür verantwortlich, dass er mich zurückgebracht hatte. Es vergingen mehrere Stunden,
bis ich allmählich wieder zur Besinnung kam. Erst dann verstand ich langsam, was geschehen war. Ich erzählte dem Arzt von meinem Erlebnis. Nachdem der Arzt meine Geschichte gehört hatte, war er eine Weile still. Dann begann er, mir einige Geschichten über Nahtoderfahrungen zu erzählen. Er sagte, dass diese Erfahrungen nicht ungewöhnlich seien und dass viele Menschen ähnliche Erlebnisse hätten. Er sagte mir, dass diese geheimnisvolle Kraft eine Überzeugung oder ein Glaube tief in meinem Inneren sein könnte. Er fragte mich, ob ich religiöse Überzeugungen hätte, und ich verneinte. Ich begann mich zu fragen, ob ich einen Glauben suchen sollte, der mir hilft, dieser Erfahrung einen Sinn zu geben. Der Arzt sagte mir, dass der Glaube den Menschen helfen kann, im Angesicht von Tod und Not stärker zu sein. Nachdem ich die Worte des Arztes gehört hatte, fühlte ich mich viel entspannter. Ich kehrte mit sehr gemischten Gefühlen nach Hause zurück. Einerseits war ich dankbar, dass ich nach Hause zurückkehren und meinen Mann und meine Familie sehen konnte. Andererseits war ich verwirrt, weil ich mir die Szenen, die ich erlebt hatte, nicht erklären konnte. Ich versuchte, meinem Mann von dem Licht, das ich gesehen hatte, und der Kraft, die ich gespürt hatte, zu erzählen, aber er glaubte mir nicht. Er umarmte mich und beruhigte mich mit den Worten, Schatz, das war wahrscheinlich nur eine Vision, die du während der Operation hattest, mach dir nicht zu viele Gedanken darüber. Ich verstand ihn sehr gut, schließlich war es ein sehr seltsames und unerklärliches Erlebnis. Ich saß auf meinem Bett und dachte immer wieder an dieses Erlebnis zurück. Ich erinnerte mich deutlich an die Stimme, die mir sagte, dass ich noch viel mehr zu tun hätte und dass es noch viele Menschen gäbe, die mich brauchten. Ich begann, über den Sinn und Zweck dieser Stimme nachzudenken und versuchte, ihr etwas abzugewinnen. Obwohl mein Mann mir nicht glaubte, hatte ich nicht den geringsten Zweifel an der Echtheit der Erfahrung. Ich wusste, dass es sich um eine echte Erfahrung handelte und nicht um eine Halluzination oder eine Nebenwirkung einer Droge. Ich bin überzeugt, dass diese Erfahrung mein Leben noch jahrelang prägen wird. Ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin und die Möglichkeit habe, etwas Wichtiges zu tun. Ich denke, ich sollte diese Gelegenheit nutzen und versuchen, ein sinnvolles Leben zu führen.